Hey alle zusammen und willkommen zu einem neuen Video, einem neuen SCB-Talk. Heute soll es um Battle Rap und Corona gehen. Demonetarisiert. Darum geht's auch gleich. Jedenfalls, bevor ich dazu komme, eine Ankündigung. Und zwar kommen morgen und übermorgen die ersten beiden Tracks hier auf den Channel. Morgen einer von einem etwas unbekannten Artist und übermorgen Resti und Reka. Also habt ihr mal Bock. Hype die Scheiße hoch, das wird geil. Und ich hoffe, die werden sich schon mal ein wenig gut präsenten. Mal sehen, ob welche von denen auch eine Quali gemacht haben. Wer weiß. Heute soll es aber erstmal um Corona gehen. Wer das nicht verfolgt, weiß natürlich, dass Corona schon Auswirkungen auf Battle Rap hat. Ich meine, das SCB wurde ziemlich radikal verschoben. Und ich möchte vor allem darüber reden, was das für Auswirkungen insgesamt auf die Szene hat und warum ich doch ganz froh bin, wie es am Ende gelaufen ist, auch wenn es immer noch nicht gut läuft. Wie viele von euch wissen, befinden wir uns quasi wahrscheinlich gerade zwischen den Wellen. Ich würde mal sagen, so ungefähr. Mit Glück haben wir keine zweite Welle, aber ich bin nicht so der Optimist, was sowas angeht. Deswegen sage ich mal, wir sind zwischen den Wellen. Und inzwischen hat sich einiges auch wieder gelegt, einige Sachen wurden gelockert. Hier oben in Schleswig-Holstein kann man sich mit 10 Leuten treffen, was halt schon mal ein Statement ist. Aber hier hat doch gefühlt keiner mehr Corona. Ich glaube 0,4 auf 100.000 müsste es bei uns, glaube ich, sein. Ich weiß, in Kiel gibt es 2. Also, ja, es zieht sich jedenfalls aus vielen Bereichen zurück und gehört in manchen Bereichen wieder zurück. Siehe Gütersloh, siehe Berlin, etc. Also wir befinden uns ja an einem wichtigen Scheidepunkt. Aber trotz allem kann man jetzt schon ein wenig darauf zurückblicken, was die erste Welle mit Bad Rap und Rap allgemein gemacht hat. Die Hot 16 Challenge haben wahrscheinlich viele von euch mitgekriegt, Aufruf dazu, Künstler etwas zu geben, die aktuell unter der Situation leiden, aber natürlich kann das beim Weitem nicht helfen, vor allem, weil das Künstler für Künstler tun. Ist dann immer ein bisschen ungünstig. Aber ich glaube, es gibt kaum eine Berufsgruppe, würde ich mal sagen, die gerade so krass unter Corona in Deutschland zumindest leidet, wie eben selbstständige Künstler, weil die nun mal, naja, gearscht sind, was Maßnahmen angeht. Das kann man nicht anders sagen. Und das hat Auswirkungen auf vieles. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass jetzt 1Battle stattfindet, dass jetzt SCB stattfindet, aber auch, dass die JCC stattfindet, weil das ein bisschen was zurückgibt an der Stelle für Battle Rap schon mal an sich oder für unsere Szene. Aber das ist nur ein kleines Ding, echt klein, und es hilft vor allem nicht allen. In einer Zeit, in der Leute generell sparsam werden, weil sie sich noch ein bisschen Sorgen machen, ist auch nicht die extra Gage für Musiker über. Und sowas wie ein großes Autokino kann sich auch kaum einer wirklich leisten. Na, also viele Leute, die normalerweise Konzerte gemacht hätten, die auch aus unserer Ecke hier kommen. Also Dazos oder sowas oder so 3 Plus oder Weekend oder so die ganze Ecke. So, das ist ja alles das Gleiche in der Szene. Es ist nicht groß genug, um irgendwie jetzt diese große Autokino-Sido-Alligator-Show zu machen. So, aber ja, auch nicht wirklich relevant genug, um genug damit einzunehmen, es online zu machen. Es gibt ja durchaus jetzt auch Online-Festivals und Online-Konzerte, aber die geben natürlich nur einen Bruchteil an Geld ab. Und das kann vor allem keine Toursaison ersetzen. Das ist doch mal ganz losgelöst davon. Ich bin das mal gespannt, wie das dort Auswirkungen haben wird. Natürlich sind wir aber kein Only-Rap-Channel, wir sind ja auch ein Battle-Rap-Channel. Und ich finde es da vor allem interessant, dass halt während der ersten Phase, als wir abgebrochen haben, Battle-Rap gefühlt ausgestorben ist, zumindest im Videoformat. Ich weiß, in der RBA ging es relativ weiter, aber halt im aktuellen relativ trägen RBA-Modus, den man mal zugeben muss, der jetzt so ein bisschen herrscht seit einem Jahr ungefähr. Gerade auch seit der einen Ankündigung, dass die RBA schließen sollte, was sie dann doch nicht getan hat. Aber jedenfalls, seit solchen Geschehnissen ist es da doch ein wenig zögerlicher geworden. Und der Video-Battle-Rap war dann ganz die Luft raus. Also wir haben es halt gecancelt. Ich weiß, ein anderes Turnier hat die Fristen massivst verschoben, ein anderes Turnier hat das noch gerade so schnell stattfinden lassen und dann Pause gemacht. Alles Mögliche. Einfach, weil die Situation es nicht zuließ. Ich weiß, selbst die, also klar, okay, wenn ihr jetzt wirklich so 17-, 18-jährige Leute seid, die ich ja auch mal war, ne? Also es ist jetzt auch nicht so lange her, ne? Aber einfach nur Schulgänger und einfach nur, okay, Schule fällt aus, ich bleib zu Hause, dann ist das was anderes. Aber wenn du dann irgendwie anfängst, dir Sorgen machen zu müssen, darum, dass dein Gehalt funktioniert, selbst bei mir als Student war das halt ein Ding. Also jetzt inzwischen habe ich dann mal auch einen Job, aber am Anfang ging das halt gar nicht, weil einfach Leute ihre Jobs verloren haben und dann als erstes in die neuen Jobs geflutet sind und dann war das einfach Chaos. Deswegen war die Situation sehr schwierig für viele.
aus sehr vielen Positionen. Und ich bin froh, dass es viele zumindest gemeistert haben, aber da ließ nun mal die Battle Lab auch keinen wirklichen Raum über. Am Ende leidet das darunter ganz krass. Ich weiß halt, dass vor dem Canceling viele mir auch geschrieben haben, jo, ich werde halt nicht mehr Western Women mitmachen, weil du, ich habe Kinder und die müssen halt jetzt zu Hause bleiben, wegen, ne, Kita geschlossen und ich, oh, ja, ich mache auch nicht beim SCW mit, weil, boah, ob ich mir das noch antun möchte, wenn ich schon kaputt von der Arbeit zurückkomme und dann halt irgendwie zu Hause bleiben muss wegen Corona und allem möglichen Kram, so, ha, schwierig. Andersherum, für Tracks hat das natürlich gar nicht was dienen können. Wir stehen wahrscheinlich vor einem sehr krassen Album, Herbst und Winter. Viele haben schon was angekündigt, aber naja, es ist eben künstlerisch schwierig. Und wir sind nochmal im Video-Battle-Bereich, das heißt, wir müssen Videos drehen und das ist halt ein größeres Ding. Ich weiß, viele Zuschauer unterschätzen das gerne mal, wie viel Aufwand bei den Videos dahinter steckt, aber der ist nicht zu unterschätzen und vor allem auch der Aufwand an Menschen dafür. Jetzt selbst ohne Statisten hast du immer noch mindestens den Kameramann und den Rapper und den Cutter. Und falls jetzt nicht letztere beiden dieselbe Person sind, aber es ist öfter ja auch gerne mal nicht. Das ist ein großes Ding. Und wenn du dann plötzlich so Regelungen hast wie, yo, aus maximal zwei Haushalten treffen, im seltensten Fall ist euer Kameramann ein Teil eurer Familie. That's not how that works, weil das ist halt ein Problem. Deswegen auch unser Cut. Wenn wir nach altem System weitergemacht hätten, wären wir jetzt wahrscheinlich irgendwo im Viertel oder so. Das ganze Achtel hätte massiv unter Corona gelitten. Ich bin deswegen auch sehr froh über die Entscheidung. Schon rein aus Turnierqualitätsgründen. Und natürlich dazu auch aus ethischen Gründen. Wir wollten einfach niemanden in Gefahr bringen, die ja durchaus vorhanden war. Deswegen, jetzt langsam geht's hoffentlich weiter. Wie gesagt, wenn die zweite Welle kommt und uns in den Arsch fickt, dann ist halt nur mal so, dann müssen wir damit leben. Aber ich hoffe mal, das wird was. Trotzdem, trotz allem, worauf ich hinaus möchte, wir sollten mehr wertschätzen, was wir hier an der Stelle haben. Es ist ein Wunder, dass Video-Battle-Rap jetzt so krass überlebt hat. Und ich würde sagen, das liegt hauptsächlich daran, dass Leute da Zeit investiert haben. Dass ab plötzlich wieder aus den Tiefen der Foren zurückgekramt ist und seinen Battle-Rap-Host-Triggerfinger nicht mehr lassen konnte. Lieber an dich ab übrigens an der Stelle. Ist sehr schön. Auch, dass wir jetzt den Raum haben, das weiterzumachen, ist sehr schön. Aber auch selbst, dass Julian irgendwie anscheinend nicht mehr völlig auf Drogen ist und jetzt wieder weiter was macht, ist praktisch, ist gut, hilft. Hilft auf jeden Fall. Und ist ein skurriles Jahr, auf jeden Fall, auch für Battle Rap. Mal gucken, wo es hinführt. Ich denke mal, das wird so die ein oder andere Corona-Line noch geben. Die sind jetzt schon zur Hälfte ausgelutscht, aber mal schauen. Keine Angst, wir werden keine Corona-Challenge bringen. Das haben wir jetzt alle gemeinsam die letzten 3-4 Monate schon gut genug durchgemacht. Das müssen wir jetzt nicht noch videotechnisch verarbeiten. Aber ja. ich hoffe jedenfalls, keiner von euch ist in der Zwischenzeit zwischen dem letzten SCB-Talk und hier gestorben. Das wäre sehr gut. Ich weiß, das ist vielleicht komisch und morbide, aber das, man weiß halt nicht, wer hinter den Klicks steckt. Ne? Es ist durchaus gruselig zu wissen, dass Menschen sterben, die einen verfolgen. Das kann ja passieren. So, ne? Also, naja, ich hoffe jedenfalls, euch geht es euch immer noch gut. Das wollte ich damit gesagt haben. Die Battle-Rapper unter euch, ich lege es euch nur nahe, bewertet euch auf das SCB. Die Frist ist noch lang genug. Wie gesagt, wir haben keinen großen Anspruch. Ballert einfach einen Track hin, ballert eine nice Quali hin, haut euren Knüppel auf den Tisch und dann let's go. Wir haben sehr viel Mitverständnis und sehr viel Mitgefühl dafür, dass die Qualis jetzt videotechnisch echt nicht so geil werden. Ist völlig Latte. In den Runden geht es dann ab und dann passt die Scheiße auch, ja. Also, bewertet euch. Ich freue mich auf euch. Ich weiß, die ersten haben jetzt schon die neue Corona-Frist genutzt. Deswegen, macht weiter so. Work. Und wir hören uns dann die nächsten Tage wieder. Morgen, übermorgen Tracks. Nicht vergessen, vor allem übermorgen Restireka. Wird nice. Und bis dahin. Bis zum nächsten Video. Am Wochenende dann. Hören wir uns, ja, da habe ich den Faden verloren. Wir hören uns jedenfalls beim nächsten Mal wieder. Ich sage euch ciao und bis zum nächsten Mal.